Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und lebe wieder. Mit mir spielt die Mathilde. Salut. Und da ist mein Dolch. Die nehme ich ja mit. Ja, wir haben mit der Säuberungsanzeige ein bisschen rumgespielt und siehe da, wir kriegen gleich Besuch. Wir wollten eigentlich was anderes machen, aber naja, jetzt kriegen wir gleich Besuch. Mhm, und wir sind eigentlich noch dabei, uns aufzubauen. Kannst du das direkt nicht noch irgendwie verhindern? Keine Ahnung. Müsste ich die Zeit wieder hochstellen, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee. Ist eingelöst. Naja, denn ich bin ja froh, dass ich so ein bisschen unsere Außenmauern in der Zwischenzeit verbessern konnte. Ja, das ist das erste Mal. Vielleicht sind sie ja gar nicht so hart zu uns. Vielleicht sind sie eher lieb, wer weiß. Gott sei Dank habe ich das USB-Kabel zum Laden meiner Maus immer parat. Ja, wie sich das gehört. Ich stelle noch mal ein paar Steinnasen draußen auf. Ja, mache dies. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Ja, ich weiß. Noch ein bisschen beschissene Pfeile mit. Trinken. Ach, essen muss ich ja auch noch. Wir waren noch lange nicht so weit und... Naja. Ist halt so. Deswegen ist es ja gut, wenn man nicht so weit ist, an der Säuberungsanzeige rumzugehen. Ja. So, wenn die Steinnasen sterben, finde ich es nicht so dramatisch. Aber... Bin ich aber schon irgendwie gestorben. Aber nicht nur alte Schuhe. Schau doch mal ein Rüstungsding nach. Ja, mach ich gerade. Weil wir fangen ja quasi wieder bei Null an. So. Ich glaube, ich reiße ja noch mal ein paar Treppen ab. Musst du noch was draußen erledigen? Nein. Haben wir Bogenschützen? Sowas haben wir gar nicht, ne? Musst du mal gucken. Ein paar sind, glaube ich, oben. Ah, ich weiß gar nicht, was der hat. Ich wollte noch mal ein paar Leute aus dem Haus rausholen. Weil hier stehen ja so ein paar Leute rum. Die sollen ja nicht das Haus bewachen. Colonel Hattie, du sorgst dafür, dass alles, was hier reinkommt, ne? Ach, hier sind auch noch ein paar. Eine Hyäne und ein Jaguar. Okay. Ja, die sollen den Turm da, weil sie da reinkommen. Ja, deswegen habe ich da gerade extra die, ja, super. Und dann geht auch gleich noch die Sonne unter. Ach, dann... Ich glaube, die Pferde stelle ich mal um. Pferd. Das Pferd. Singular. Aber wir haben ja mehrere. Ich wollte die ins Haus stellen, damit die nicht sterben. Wo siehst du mehrere Pferde? Ich sehe eins. Ja, hier ist noch ein Kamel. Auf dem kann man aber nicht reiten. Das ist kein Pferd. Egal, das muss ja nicht sterben. Genau wie die Schleppers und Schleppos und Popos. Hat man nicht noch 3 Pferde? Wir hatten insgesamt 3 Pferde. 2 sind auf dem Vulkan verstorben. Ah, dann alles gut. So, Schlepperinchen, Schlepper die 3.
folgen. Ich weiß nicht, ob die Schlepper so gut kämpfen können. Also ich würde sie eher schonen. Also ich habe momentan bei mir Schlepperella. Die habe ich aber auch schon ein bisschen trainiert. Hier ist noch Schleppo. So, hier, wo ist Jay? Jay, Jay, Jay. Du kriegst noch mal eine vernünftige Waffe, nämlich. Genau. Da ist 99. Den nehme ich mir gleich. Weil Jay hatte ja nur den Scheiße. Knüppel. Fackeln, Licht wäre noch ganz geil. Tja, ein bisschen spät. Ich habe noch 8 Fackeln. Na dann, bau mal auf. Ich pack hier eine Innenseite der Mauer, damit wir überhaupt was sehen hier. Eigentlich wollte ich hier die Unterseite nochmal angehen, nicht dass sie hier diese Plattform, die ist ja kaum geschützt unten. Ja, da habe ich tatsächlich unten auch schon angefangen, das mit aus mit schwarzem Eis verstärkten Gedöns. Das habe ich ja angefangen zu machen alles. Ja. Aber was die Säuberung angeht, sind wir ja schon längst überfällig, also. Ja. Jetzt nur die Frage, wenn sich natürlich die Säuberung danach richtet, welches Level man hat, dann aua. Ja, das hoffen wir mal nicht. Ich weiß auch gar nicht, von wo die angreifen. Ich habe keine Ahnung. Ob die bei Seven Days einfach die Tore angreifen? Keine Ahnung, also wenn sie das Rotdrachentor angreifen, da habe ich 2 Bogenschießscharten. Also ich bin am Rotdrachentor. Ja, Tor. Ich bin bei dem anderen Tor. Ich gehe auf die andere Seite, wo die Plattform ist. Ich hoffe, die haben keine Bogenschützen. Hm. Ich nehme mal dieses Zelt hier weg. Ich bin gespannt, vielleicht kommen sie auch an der Stadt vorbei und die Stadtleute kämpfen dann auch gegen die, wäre auch cool. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade echt nervös, weil das jetzt, also es kam jetzt gerade echt unerwartet. Heinrich hat da irgendwie rumgespielt und auf einmal kriege ich hier die Mitteilung, oh, die Säuberung naht. Ja, und dann meinte ich nur schnell, starte mal deine Aufnahme. Weil die Anfrage noch aus den Kommentaren da war, dachte ich mir, fummel ich da nochmal ein bisschen rum. Ich wollte sie aber nicht gleich auslösen. Ich dachte mir so, ich wollte nur mal sehen, ob die Leiste sich da ein bisschen vermehrt. Apropos, unsere Leiste ist voll. Ach, ja. Danke für die Info. Aber wenigstens geht der Mond gleich unter. Das heißt, es müsste gleich wieder etwas heller werden. Ja, dann müssen wir nochmal Außenfackeln massig bauen, aber... Ich weiß nicht, ob die gezielt nur eine Seite angreifen oder keine 360 Ahnung. Grad. Ich hab keine Ahnung. So, ich sehe den Mond. Eine Horde hungriger Verbannte greift an. Ja. Und es wird hell, Gott sei Dank. Siehst du schon wen? Nein, du? Nein. Ich weiß nicht, wie lange die angreifen. Das kann. 30 ist, glaube ich, eingestellt. Die Standardzeit, ich habe nichts dran geändert an der Zeit. Nein. 30. Okay, dann greifen die 30. Also 30 Minuten. Wir haben jetzt 30 Minuten Party gleich. Cool. Wir wollten eigentlich was ganz anderes machen. Mathilde, was wollten wir eigentlich machen? Genügend Stichworte oder möchtest du die ganze Liste? Noch einmal Zeit, fang mit deiner Liste an. Also, zunächst einmal brauchen wir ganz dringend Schwefel, damit wir Sternenmetallbarren herstellen können.
Davon abgesehen brauchen wir dringend noch ein paar cimmerische Sklaven. Abgesehen von den cimmerischen Sklaven und dem Schwefel brauchen wir Sternenmetall. Warte, was war noch? Freunden ist mir ja noch mehr eingefallen. Ich sehe keine hungrigen Verbanden. Ich auch nicht, aber... Ich habe jetzt hier auch keinen Bock, eine halbe Stunde lang rumzustehen. Hm. Vielleicht greifen sie ja die alte Basis an. Oder im Norden oder so, die letzte, die wir gebaut haben. Und wir warten, ey. Ja, pass auf, oder greifen irgendeins mit uns im Dschungel an und zerstören den Kartenraum. Das wäre fies. Ja, dann reist man hin und stellt fest, scheiße, wir haben keinen Kartenraum mehr. Ach ja, wir haben mittlerweile übrigens 5 Steinnasen. Hm. Sieht man das auf der Karte vielleicht? So eine Impfung? Nope. Da werdet ihr angegriffen. Hm. Oh, doch, hier unten. Säuberung. Das ist da. Das ist unsere alte Basis. Das ist die Anfangsbasis, wo die angreifen. Ach so, ja, wir wandern immer so sehr, ne? Aber das ist die alte Basis, wo die sind. Ja, warte, ich setze erstmal, ich weiß nicht, ob ich den Wert geändert habe, ich ändere ihn wieder zurück. Das Problem ist, ich Ach, weiß... Ach, schon, bei 27.000. Was ist das denn durch die Erhöhung des Intervalls, aber langsamer... Also ist jetzt bei... Ich mach's mal ein bisschen weiter hoch wieder. Ich glaube, der war ja eigentlich hier ganz oben oder so. Schraube mal bei 41.000 hin. Ich hätte es jetzt auch irgendwie kontrollierter gehabt, dass die hier... Ja, ob die hier noch ankommen oder... Ich habe keine Ahnung. Ich fände es jetzt auch blöd, wenn wir hier eine halbe Stunde lang warten. An der alten Basis hatten wir keinen Kartenraum hingepackt oder so, ne? Nein. Hm. Also der nächste Obelisk ist da beim Brummbrumm-Tempel. Ja, ich habe kein Pferd, das ist tot. Ja, wir haben leider nur ein Pferd. Ja, würde ich sagen, wir gehen da hin. Jetzt ist hier die Folge eh schon angefangen. Ah, warte, scheiße, ich brauche einen Trinkschlauch. Den muss ich noch bauen. Weil mit meiner Vanir-Rüstung, die ich hier anhabe, für den Winter, werde ich dann ganz schnell ver... Ich nicht noch irgendwo. Ach ja, ich habe gesehen, wir hatten noch sogar einen cimmerischen Rüstungsschmied. Und ich werde mal gucken, dass ich mal testweise so cimmerische Klamotten mache. Vielleicht gibt uns das ein bisschen mehr Eisschutz. Wenn das uns schon so ein Sklave macht. Ich habe vorhin mal grob auch in den Server-Einstellungen geguckt und ich habe da nichts gesehen, dass ich da irgendwas mit ändern könnte. Kälte und Wärme da ein bisschen zu abzuschwächen. Wenn ihr da was wisst, was ich vielleicht übersehen habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, du kannst aufs Pferd reiten, ich werde zu Fuß wandern. Ach nee, gar nicht. Was ist denn das Pferd hingepackt? Da wo man kochen kann. Dann springe ich erstmal schon zum Brummbrumm-Tempel. Wo war der denn? Da nicht. Könnte es da gewesen sein? Wehe, dieses Pferd stirbt jetzt. Aber wenn alles gut läuft, können wir dann nochmal im Süden rumrennen und finden vielleicht noch einen Fohlen. War das hier der Brummbrumm-Tempel? Ich bin mir unsicher. Nein. Okay. Das war ja auch nicht. Das hier ist der Brummbrumm-Tempel. Nein, die sollen springen, nicht dahin bewegen. Jetzt komm mit. Du hast noch eine Schlepper dabei, ne? Schlepperella. Die ist schon Stufe 10. Ich habe mit der ein bisschen trainiert. Das ist ein Hardcore-Schlepper, Tante. Hm. Okay. Schlepperella eben. Gut. Jetzt gucken. Baden das früher hier. Pferd, wo bist du? Folge mir. Ach, jen. Hoffe ich richtig? Nein, wo bist du?
Nein, aber erstmal Nein sagen. Wo bist du? Nein, du läufst falsch. Ich laufe falsch. Hm. Aber erstmal Nein sagen. Hm. Ja, lass mich ja eh gleich überholen. Bin mal gespannt, wie es da aussieht. Weil wir haben ein paar Sklaven damals zurückgelassen, glaube ich, ne? Wir haben nicht alle mitgenommen. Das weiß ich nicht. Aber wenn das, sind das auf jeden Fall welche, die nicht stark genug sind und mit. Ja, die auch nicht aufsteigen können vor allem. Die retten sie. Wir machen das so, die belagern die Borg quasi und dann machen wir beide einen Überraschungsangriff von hinten. Klingt pervers, ist aber so. Und überraschen die so dermaßen, dass sie alle sterben. So wie ein Ausfall sozusagen, nur von hinten. Ja, von ganz weit also weg. Also ein Ausfall, ohne in der Burg gewesen zu sein. Genau, die haben uns Rauchzeichen sind aufgekommen und damit wurden uns signalisiert. Genau, hier da über so Bergfeuer. Genau, über Bergfeuer, genau. Die Feuer von Rohan. Rohan ruft um Hilfe. Ja, ich komme auch angeritten. Also, nee, Gonda ruft um Hilfe und Rohan wird antworten. Scheiße, nein, nein, wo bist du? Ah, gut, du bist da. Ich hab grad Angst gehabt. Pass auf, dann sind da nur zwei Leute. Weil kann ja sein, dass die Säuberung immer härter wird, so wie bei Seven Days damals. Mit den Zombie-Horden. Möglich. Dass man sich darauf einstellen kann. Ich hoffe, mir geht niemand krepieren. Na, pass auf, oder? Wir sind jetzt hier hinten, dann kommt eine zweite Säuberungswelle und greift halt unsere aktuelle Basis an und wir sind nicht da. Das wäre scheiße. Ja. So, ich schaue mir das erstmal ein bisschen von hinten an. Das fände ich scheiße. Ein bisschen aus der Ferne. Fackeln haben wir ja also, noch genug. Ja. Die können wir rein theoretisch mitnehmen. Also hier ist noch nichts. Vielleicht beim anderen Eingang. Also ich höre da aber irgendwas. Vielleicht sind die auch schon drin. Ach, scheiß Krokodil. Ich bin auch drin. Oh, hier sind sie. Oh, dann komme ich. Ja, toll, jetzt bin ich natürlich auf der falschen Seite. Ich weiß doch gar nicht, wir haben unsere... Hey, du Horst. Oh, die bewegen so, sich. Pferd habe ich jetzt erstmal abgestellt. Ich komme rüber zu dir. Ey! Ach nee, das ist einer von uns. Und... Ach, da unten. Oh. Oh, der hat hier noch Eisen und Steine. Ich bin überlastet. Hier nein, nein. Wo bist du denn? Ah, da ist Schlepper, ist noch besser. Ja, nimm Schlepper, Bella. Der Manni dreht gerade ein bisschen durch. Manni ist auf 180. Ah, dann haben sie diese Wand easy peasy aufgebaut. Mhm. Boah, die haben nichts Tolles dabei, ne? Wie viele Fälle waren das jetzt? Drei, vier Leute? Ich weiß jetzt nicht, was die unsere Tiere schon getötet haben. Kann ja aber auch sein, dass noch ein bisschen was kommt, dass das noch nicht alles war, ne? Ja, das sind ja 30. Ach, wir haben ja noch Tick und Tack. Ja. Unsere beiden Krokodile. Und eine Gazelle. Und Rambo den zweiten und Banzai den zweiten. Hier ist sogar der Robert. Die Killer-Gazelle. Robert! Die Killer-Gazelle. Ja, Mensch, Robert, wie geht es dir?
Altes Haus, an dich habe ich ja schon gar nicht mehr gedacht. Ey, waren ja schon ewig nicht. Boah, hier haben wir noch voll viele Leder. Unten sind schon die nächsten. Auf der Rückseite, wo du dein Pferd abgestellt hast. Nein! Pferd! Ey, das Kroko ist aggro? Wir haben ein feindliches Krokodil bei uns in der Basis? Oh, da sehe ich wen. So. Ach, jetzt habe ich meinen Stab, meinen Dolch vergessen. Nee, der ist da. Wenn hier schon Leute angreifen, dann kann man... Da kommt eine... Oh, warte, ich komme mal mit runter. Ha? Oh, danke. Ich hatte schon so ein bisschen, Einer ist hier durchgekommen. Autschi. Oh nein, eine Horde hungrige Verwandte sammelt sich neu. Ja, die werden sich wahrscheinlich unseren Gegebenheiten, also jetzt, die werden wahrscheinlich schwach sein und es wird jetzt bestimmt nach und nach bessere kommen. Mhm. Also vielleicht nicht in dieser Angriffswelle, aber dann bei den nächsten Säuberungen. Ja. Ach, guck an, du hast noch so eine Maske. Jetzt meine. Brauchst keine. Ich warte jetzt aber um mir beim Mitra-Tempel, ne? Ja, ich bleib hinten bei den Tieren. Aber die kommen bei dir bestimmt vorbei, ich komm zu dir. Die sind alle aus der Richtung da gekommen bisher. Ja, da diese Named Sea, die ist da über den See gekommen. Über den See? Hm, beim Megakroko vorbei. Ah. Ob der Megakroko da ein paar frisst? Dann wäre ja mal für was gut. So, jetzt kriegen wir hier wenigstens die Welle mal von Anfang an mit. Aber interessant, dass das der schwächste Eingang war. Gott sei Dank, die Schwerter sind immer noch hier angezeigt. Hm. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Was? Oder welche andere Seite meinst du? Ich war ja gerade bei dir oben als Bogenschütze tätig. Ich gehe jetzt nochmal auf die andere Mauerseite. Okay. Nur kurz, um zu gucken. Boah. Ich sehe niemanden. Ich auch nicht. Vielleicht sind die Hungrigen so schon so hungrig, dass die auf dem Weg hierher verhungert sind. Wahrscheinlich. Oh, da sehe ich einen. Oh, einen? Ja, der kommt da so angelatscht. Ganz langsam, ja. Wahrscheinlich hungrig, wie du schon meintest. Oh, der hat sogar einen Totenkopf. Ui. Ja, zwei Schuss und er ist tot. Ich will so eine Leiche. Ja, okay. Aber ich will auch gucken. Ich will nur gucken. Okay, Lucky machen. Kannst das Zeug haben. Ulrich die Bestie. Ah. Rüstungsteile braucht man nicht, ja? Ne. Geformtes Holz kann man immer gebrauchen. Oh. Oh, da kommen ein paar angelatscht. Oh. Hammer Time! Oh, ein paar mehr, du.
So, Pause, Herzen sammeln. Hm, Fleischstreifen. Joa, und sonst so? Ja, alles gut. Ach, weißt du was, das Holz und so kann man mitnehmen, das kann die Schleppertante mitnehmen. Ich habe sowieso überlegt, also eigentlich diesen Schlepperkrug hat sie ja anstelle eines Helms. Rein theoretisch, wenn man einen vernünftigen Kämpfer hat, kann man dem eigentlich auch das Schlepperdings einfach aufsetzen. Echt? Ja, das trägt die anstelle eines Helms. Das heißt, dann hätten wir die ganze Zeit mehr tragen können. Ja, dreimal so viel. Cool. Die nächsten kommen von Norden. Ach, da! Jetzt Schwertchen-Time. Latsch, 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 latsch. Ich auch. So macht das Spaß. Ich find's so ehrlich gesagt schon fast ein bisschen langweilig. Ja, aber die werden aber nächstes Mal... Oh, da kommt noch jemand durch den See. Die werden wahrscheinlich nächstes Mal auch wieder die Basis hier angreifen. Watch out! Oh. Das ist weniger cool. Ich bin weg. Heinrich, du kannst doch nicht einfach das Mega-Krokodil hier herlocken. Der Pfeil ging vorbei! War das einfach? Das war ein Drei-Totenkopf-Viech. Du wolltest es spannender haben. Oh, gute Idee, man kann es vergiften. In 30 Sekunden muss er tot sein. Schlepperella? Ah, na endlich. Oh. Der will aber hoch hinaus, der Junge hier. Also irgendwie sind die hungrigen Verbanden gerade nicht so sehr das Problem. Nee. Das hat mich hier runtergeschubst. Ja, der macht er wahrscheinlich auch ein bisschen was kaputt in der Struktur. Ach, da kommt einer angelatscht. Soll er mal zum Krokodil kommen? Was ist er denn, der andere? Ah. Ich wollte extra warten und gucken, ob das Krokodil ihn platt macht. Ja, hast du was, um ihn auseinanderzunehmen? Ich hab ein Häutemesser mit. Oh, dann. Chimärischer Bogenschütze, aber die sind ja auch im Anfangsgebiet vertreten, von daher.
Ew, ew. Ritten das Holzbein weg. Hast du schon hier Dings... Oh, hier ist was Nettes. Ein schwarzer Kerzenstummel nämlich. Oh, ich brauche alle Kerzen. Genau, das Krokodil, ne? Yep. Hier ist ein Seemannslied der schwarzen Hand. Brauchst du das? Ich gehe mal kurz zum zur Kiste, ne? Jo. Ich habe ja gerade so einen schönen kleinen Dietrich bekommen. Vielleicht gibt es da was Nettes. Der Fluch von Kosatra Kehl. Aber die werden hier, glaube ich, immer besser. Ja, kann sein. Also es ist, glaube ich, einer hier, das ist ein bisschen... Bogenschütze Stufe 3. Aber er ist oh, tot. Super, das ist eine Einhandaxt. Oh, da kommen noch ein paar Jungs. Zwei liegen im Wasser. Jo. Ah, dann wissen wir ja jetzt, wie wir eine Perch. Ja, aber ich würde das nicht gerne so machen, dass das quasi das Spiel entscheidet, wann das die Perch kommt. Sondern dass wir sagen, mal alle 10 Folgen kommt, machen wir so einen Säuberungskrieg. Zum Beispiel. Können wir machen. Ich meine, du hast das ja jetzt sehr schnell eingestellt gehabt, also von daher. Hm. Und die Sonne geht schon langsam wieder. Ich glaube, der liegt hier immer. Dann können wir wieder schön Schlangenpfeile produzieren. Ja. Und wenn die Putsch zu Ende ist, ich weiß nicht, müssen wir nicht unbedingt aufnehmen, können wir ja am Anfangsgebiet nochmal nach einem Fohlen suchen. Da liegt nur einer. Wenn du genau guckst, findest du vielleicht sogar irgendwo eine Fettraupe. Ja. Im Dings, im Komposthaufen dürften bestimmt welche liegen. Ich muss erstmal was trinken. Das ist ja im Real Life. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Im Spiel und im Real Life. So. Achso, und dann haben wir noch eine kleine Info so nebenbei. Achso, ja. Die hätten wir mal am Anfang machen sollen. Sorry deswegen. Es gibt noch ein Info-Video, ein ganz kleines. Und zwar sind wir nächste Woche nicht zu Hause und können deswegen auch nicht... Scheiße. Keine Videos machen. Das heißt, ihr müsst leider eine Woche ohne uns auskommen. Ich hoffe, ihr schafft das. Wenn nicht, wir haben genug alte Videos, die man sich angucken kann. Ja. Wie viele Folgen kommen hatten wir jetzt? Das müsste Folge 129 oder so sein. Ja, wenn ihr Langeweile habt, fangt mal wieder bei 1 an. Zur Not haben wir auch Grounded. Oder noch irgendwelche Single-Let's Plays von mir. Oder von Mathilde. Oder, ja, 7 Days to Die. Oh, da haben wir auch ganz viel gemacht, stimmt.
Achso, das sind auch irgendwie um die nicht ganz 100 Folgen. Ich glaube, so 98 Folgen oder so sind das. War's schon wieder, ne? Ja. Hoffentlich kriegt man auch eine entsprechende Nachricht. Die Säuberung ist vorbei. Ich hoffe es. Ich habe jetzt nämlich nicht auf die Zeit geachtet. Ich auch nicht. Es ist warm. Es ist sehr warm, ja. Das ist auch der Grund, warum wir uns verziehen und irgendwo hingehen, wo es kühl ist. Es ist kühler als bei uns. Ja. Ah, okay. Ja, das war die Purge. Überlebe eine Säuberung. Juhu! Haben wir noch oben irgendwas drin, was wir mitnehmen können, wenn wir schon mal hier sind? Können ja gucken, klar. Ich würde am liebsten auch ein Tier mitnehmen, aber leider haben wir ja unsere Kameraden mit dabei. Hm. Ich gehe mal zu meinem alten Tempel. Der hat schöne Leuchter, kann ich die mitnehmen? Oh ja. Oh, hier haben wir noch ganz viele Insekten. Oh, ich kann die Leuchter die mitnehmen. Cool. Die Seetpfannen, die finde ich toll. Ah, oh, mein schiefer Turm. Die Münzen kriege ich nicht mit. Die Insekten freuen mich. Weil die können wir in dem einen Tempel ja verwursteln. Oh, wir haben ganz viele Eisenpickel und Hackmesser. Und ganz viele alte Waffen. Läuft. Alte Rüstung. Oh, hier ist noch Leder. Ein verbesserter Aufsatz für stumpfe Waffen. Das ist doch was für dich. Ja, isoliertes Holz nehme ich mal mit. Tierhaut kann man auch mitnehmen. Oh, Asuras Ruhm. Das war... Das ist eine wichtige Pflanze. Damit kriegen wir nämlich schneller Hottehüs. Also sie werden dann schneller fertig. Brauchen wir Hörner? Hörner, Reißzähne brauchen wir nicht. Und hier sind noch vier Schattenblüten. Hm. Und dreimal Obsidian. Hier sind noch 200 Honig. Ach, Honig können wir uns mit tot werfen. Brauchst du noch irgendwelche Schalen, Schüsseln? Ja, die haben wir sowieso nie aufgestellt. Holz klaue ich dir. Knüppel brauchen wir ja nicht, ne? Noch mehr für Schlepper. Die ist schon richtig. Schlepper ist toll. Wir brauchen mehr Schlepper. Ja. Im Pferd ist noch was frei. Ah, passt schon. Die Kisten hier vorne hast du schon alle durchsucht. Oh, abgründige Reißzahn. Das kann man bestimmt gebrauchen. Hier ist noch ein Tänzer. Ach, den lassen wir mal hier. Brauchst du noch einen vertikalen Aufzug? Wir haben hier noch zwei rumliegen. Ach. Ich frag doch nur. Ach, hier oben ist nichts mehr. Die Truhe selber kann man nicht mitnehmen, ne? Doch, kann man auch. Brauchen wir noch Truhen? Nimm mit. Du bist überlastet. Wo ist Pferdchen? Pferdchen. Ich muss Truhen loswerden. Ach, scheiße, in einer Truhe war ganz viel Trophäen. Hau weg die Scheiße. Ach, ist ja noch eine freie Kiste. Vielleicht kommen wir auf die Idee und brauchen das irgendwann mal. Ja. Haben wir hier noch ganz viel. Ach, hier waren auch noch Pergamente, zerrissenes Seemannslied und ach. Oh, hier ist noch voll viel Schleimsuppe. Brauchen wir Stühle und Tische? Ja, könnte man aufstellen.
hoffe, ich bin nicht... Nein! Ah! Ups! Nichts passiert. Schade, ich krieg nicht die ganze Schleimsuppe mit, aber da ist doch voll viel Schleimsuppe. Wieso ist die nicht schlecht? Kann man die Sklaven vielleicht in Pferde tun? Nee, ne? Nee, nicht wenn sie schon aufgestellt sind. Abgesehen davon ist das Pferd auch voll. Scheiße. Ich zu 96% auch. Ja, dann... Und ich würde halt gern einen Slot freilassen für den Fall, dass wir einen Fohlen finden. Oh ja, warte. Wo hast du einen Slot frei? Bei dir selber im Menü oder im Pferd? Mein Fall Schlepperella. Gut. Zur Not müssen wir irgendwas wegschmeißen oder so. Ja. Dann lass uns auf Fohlensuche gehen. Ja. Aber interessant, dass sie hier angegriffen haben. Ja, finde ich auch interessant. Mich würde jetzt interessieren, wie die KI versteht oder das Spiel versteht, dass es unsere Basis ist. Weil wir die mal gebaut haben. Weil ich habe Angst davor, dass die Dschungelbasis mal angegriffen wird oder so. Ja, also ich hätte jetzt gedacht, dass die Basis angegriffen wird, wo ein aktueller Spawnpunkt irgendwie ist. So wie das Bett. Ja, dein Bett. Und meine Strohmatte. Ich muss mir mal ein Bett bauen hier. Wir müssen in getrennten Betten schlafen, wie in den 50ern. Wie früher. Das liegt daran, dass du mir noch keinen Ring am Finger gesteckt hast. In dem Spiel kann man Ringe bauen? Den Ring, um ihn zu knechten? Ich glaube ja, man, also man kann auf jeden Fall feines Geschmeide machen. Sowas lerne ich nicht. Das ist Talentverschwendung. Das stimmt allerdings. So. Muss man irgendwie einen Ruf machen? Keine Ahnung. Also irgendwo hier rennen die ja ab und zu mal rum. Ja, so in diesem Anfangsgebiet. Ich bin da auch einmal rauf und runter gelaufen. Ja, ja. Und irgendwo hast du mal ein, zwei gesehen. Mhm. Hallo Pferdchen, wo seid ihr? Kommt her! Komm, Pferdchen, 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 Pferdchen. Komm, Pferdchen, Pferdchen. Nein, nicht du. Ich laufe so ein bisschen in Flussnähe lang gerade, ne? Ja. Hat man so ein bisschen das breiter abgedeckt. Tschüss. Ach, da ist ja der Heinrich. Ah, hier. Bin jetzt hier vom dreckigen Mutanten. Nein, nein, mach die tot. Ich hab keinen Bock dazu. Ich sehe ja auch gar nichts. Nix von Pferdchen. Nee, ich auch nicht. Falls euch sonst noch irgendwo, abgesehen hier von Anfangsgebiet, irgendwo einfällt, wo es noch Pferdchen gibt.
Ich glaube, die hatten kein richtiges Gebiet. Die waren irgendwie nur im Anfangsgebiet. Ja, ich habe auch schon woanders mal Pferdchen gesehen, tatsächlich. War in der Nähe vom Fluss da irgendwie. Ja, wenn ihr einen Ort wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich hier langsam Break machen. Ja, würde ich auch machen, weil wir sind jetzt auch hier gleich schon bei der Siedlung. Hier kommen, glaube ich, keine Pferdchen mehr. Gut, dann komme ich zu dir runter und würde sagen, bleibt gesund. Lasst einen Kommentar. Für die, es noch nicht gemacht haben, ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, genießt eine Woche ohne uns. Genau. Dann sehen wir uns in einer knappen Woche so Pi mal Daumen wieder. Genau, und hoffentlich zu kühlen Temperaturen, weil hier in unserer Aufnahmestudio gibt es keine Klimaanlage und ist halt sehr, sehr heiß. Ich weiß nicht, was zeigt denn gerade die Temperaturanzeige an für unser Aufnahmestudio? Es vergeht mir das Spiel ein bisschen gerade. Wir sind bei 30 Grad. Im Schlafzimmer sind es 29. Sagt zumindest das Babyfon. Cool. Ja, wir schwitzen überall. Ja, ich hoffe, dass wir irgendwann mit YouTube so viel Geld machen wie Bibi. Dann kann ich mir auch so ein hässliches Designerhaus kaufen. Aber Hauptsache klimatisiert. Also besser isoliert würde ja auch schon mal bringen, ne? Ja, das. Aber Klimaanlage wäre einfach. Porno wäre einfach geil. Also es ist, wenn ein Haus vernünftig isoliert ist, dann brauchst du nicht unbedingt eine Klimaanlage. Ja, das können wir ja wahrscheinlich. Das können wir nochmal in einem anderen Video klären. Mathildes und Heinrichs Traumhaus. Oh. wollen wir einmal unser Traumhaus bei den Sims bauen? Ich habe Sims 2 bei mir auf dem Rechner. Dann bauen wir das einmal so zusammen und dann präsentieren wir das einmal so vor irgendeiner Conan-Folge. Wenn ihr das haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns das nochmal in die Kommentare, ob ihr Heinrichs und Mathildes Traumhaus sehen wollt. Dann bauen wir euch da mal was zusammen. Bei die Sims 2. Mit dem aktuellsten Sims, was wir haben, genau. Nein, Sims 2. Das ist nicht das aktuellste Sims, das wir haben, aber meiner Meinung nach immer noch das beste Sims. Auch darüber können wir uns in den Kommentaren streiten. So, jetzt machen wir aber Schluss hier. Haut rein. Ja, sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, ein Sandstuttgart.